Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, denn heute ist der dritte Tag im Dezember und heute will ich richtig einen auf den Deckel haben. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur dritten Tür. Heute für Sie das britische Feuer. Stellen Sie sich vor, Sie riechen Fish and Chips, Shepherd's Pie. Es geht durch die Nase. Sie können spüren, es ist Regen in der Luft. Aber es regnet auch nicht ganz, es ist sehr grau. Menschen sind motiviert. Wir gehen wirklich sehr, 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 sehr stramm auf den Nikolaus zu. Und Leute haben es wirklich eilig. Und was da passiert, wenn es Leute eilig haben, können sie jetzt in bewegten Bildern sehen. Meine Damen und Herren, das ist so eine Sache, die passiert relativ häufig und es passiert auch relativ häufig, dass das zu einem Ärgernis wird. Menschen übersehen irgendwie diese gelben Flaggen. Wissen Sie, die gelben Flaggen sind dazu da, dass sie sich verlangsamen und auf den kommenden Verkehr achten. Und das wurde hier ganz klar ignoriert. Und ich habe folgenden Text dazu bekommen. Währenddessen ich ganz viele Haare in meinem Mund habe und das wirklich ekelhaft schmeckt. Aber das ist okay. Es ist für Weihnachten. Lieber Weihnachtsjutke, heute war ich auf dem Weg. Ich schlenderte ein bisschen rum. Ich machte eine OKF, Ortskontrollfahrt, wie man bei uns sagt. Ich fuhr so ein bisschen durch die Gegend, doch der Verkehr wurde ein bisschen stockend vor mir. Die Leute hatten wohl eine kleine Rangelei. Die eine Dame, die vorne quer stand, hatte eine Ente hinten drin. Und der nachfolgende Verkehr wollte diese Ente stehlen, weil es scheinbar keine gab dieses Jahr. Ich verlangsamte. Ich guckte es mir ganz in Ruhe an. Aber dann auf einmal merkte ich von hinten, es schepperte. Krabums saß er in meinem Kofferraum drin. Er dachte, ich habe die Ente. Er wollte sie von mir klauen. Für mich war alles vorbei. Ich landete im Grün. Es war vorbei. Und das Schlimme an der Sache, Weihnachtsjutke, er ignorierte einfach die Verkehrssignale. Die gelbe Flagge. Gar nicht gesehen. Er fuhr einfach mit voller Kanone durch. Er wollte nach Hause. Er hatte es eilig scheinbar. Herr Jutke, kannst du ihn bitte so richtig schön mit dem Tannenzweig ein über den Nüschel ziehen, dass er das mal lässt? Das wäre nett. Diesem Wunsch möchte ich natürlich gerne nachkommen, weil wir mögen es nicht so gerne, wenn man die gelbe Flagge ignoriert, denn dort sollte man verlangsamen und auf den Verkehr davor achten. Also, da gibt's wohl eine kleine Strafe für dich. Und die Strafe ist -1 SR. Geschmäckle, Geschmäckle, rein ins Weckle.